So funktioniert's. Der Fortis Daybreaker. Ein mechanisches Wunderwerk. Willkommen in der Fortis Werkstatt. In diesem kurzen Video wird dir erklärt, wie der Daybreaker funktioniert. Das Uhrwerk F2012 beinhaltet mehr als 500 mikromechanische Teile und ist ein wahres Wunderwerk der Uhrmacherkunst. In 14-tägiger Handarbeit werden maximal 100 Stück im Jahr gefertigt. Neben dem Chronographen hat der Daybreaker eine AM-PM-Anzeige, die dir zeigt, ob du dich gerade in der ersten oder zweiten Tageshälfte befindest. Über die Krone bei 10 Uhr kannst du den mitlaufenden GMT einstellen. Deine zweite Zeitzone kannst du dann im Fenster bei 12 Uhr ablesen. Helle und dunkle Einfärbung zeigen dir, ob es in der zweiten Zeitzone Tag oder Nacht ist. Um den Alarm einzustellen, musst du den Alarmzeiger auf die richtige Uhrzeit setzen. Dazu ziehst du die Krone auf Position 1 heraus und bewegst die Krone abwärts. Danach drückst du die Krone wieder zurück. Wenn du die Uhr aufziehst, ziehst du gleichzeitig auch die Alarmfunktion mit auf. Neben der Gangreservenanzeige für das gesamte F2012 siehst du in einem zweiten Gangreservenfenster, ob dein Alarm genügend Kraft hat. Mit dem Drücker bei 8 Uhr kannst du nun den Alarm aktivieren. Ob dein Alarm scharf ist, siehst du an dem Fenster. Wenn dort die gleiche Farbe ist wie auf dem Alarmzeiger, dann ist er aktiv. Wenn die Uhrzeit auf deine eingestellte Alarmzeit trifft, geht der Alarm mit einem spür- und hörbaren Rasseln los. Auf dem Ziffernblatt siehst du, wie sich die Kraft entlädt. Was ist deine komplizierteste Uhr? Teile es mit uns in den Kommentaren. Für weitere Tutorials und spannende Geschichten abonniere unseren Kanal.